Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Meine Lieben, erstes, nein, eigentlich schon zweites Projekt aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Hier ist er. Seit dem 4. September, also seit Mittwoch dieser Woche, gültig. Wer übrigens noch einen Kalender? Ich habe gerade auf den Kalender geschaut. Nein, wer natürlich noch einen Katalog haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Einfach eine E-Mail schreiben mit euren Kontaktdaten oder über meine Homepage gehen, blende ich euch auch noch mal kurz ein, unter Bestellen und Katalog, dort eure Kontaktdaten eingeben und einen kostenfreien Katalog bei mir anfordern. Gar kein Problem, das brauche ich gleich noch. Ich möchte euch die erste Produktreihenkollektion aus dem Mini vorstellen, nämlich herbstliche Grüße. Zu finden, dafür brauche ich jetzt noch mal den Katalog, auf der Seite 37, Herrlicher Herbst heißt die ganze Produktreihenkollektion. Und woraus sie besteht, zeige ich euch mal eben. Das ist einmal Herbstliche Grüße, das Stempelset. Wunderschön, diese Sprüche zeige ich euch gleich noch gestempelt. Sieht unfassbar schön aus. Die Schrift ist wirklich gelungen. Das sind die Stanzformen, wobei hier zwei fehlen, weil ich da gleich mit arbeite. Einen Moment, ich lege sie mal eben dabei. Das sind nämlich diese filigranen Blätter. Hier draus kann man einerseits wie so einen Hintergrundbilderrahmen machen oder nur ein Teil ist ein Bilderrahmen. Wenn man das zusammenbringt mit der Kette und dieser Schließe hier, dann kann man da ein Täschchen draus machen. Das sind die drei Stanzformen hier für diese drei Stempelabdrücke und man hat noch zwei filigrane Blätter dabei. Dann gehört ein Band dazu, das zeige ich euch mal eben kurz. Ach, ich habe hier auch noch, ich bin ja auch doof. Ich habe hier noch was liegen in Vorbereitung. So sieht das Band dazu aus. Wirklich schön und gelungen. Und wenn man es auf eine Karte beispielsweise legt, hat es natürlich noch einen ganz anderen Charakter, als wenn ich da zum Beispiel eine Schleife draus binde. Dazu gehören diese gewebten Blätter in Gold. Ich habe zuerst gedacht, na, ob man das wirklich braucht. Wenn man sich die einzeln, die gibt es in zwei Größen. Einmal etwas größer, einmal etwas kleiner. So sehen die aus. Die sind sehr dünn, sehr fest. Und anfangs habe ich gedacht, ach, braucht man das wirklich? In Kombination mit bestimmten Dingen sieht das fantastisch aus. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber ich lasse mich ja auch immer mal wieder gerne überraschen. Die brauchen wir nachher auch. Dann gehören dazu runde Akzente in Glasoptik. Das sind drei Farben. Terrakotta, Oliv und ich würde sagen, das ist wilder Weizen. Ich glaube, hier steht es nicht mit drauf. Aber da ich mir das Papier dazu ausgesucht habe, wird das wahrscheinlich wilder Weizen sein. Und das fantastische Designpapier Herrlicher Herbst. Das habe ich euch schon in meinem Unboxing-Video vorgestellt. Schaut da gerne nochmal rein. Ich verlinke euch das hier oben. Das sind die Produkte, die zu dieser Produktreihenkollektion dazugehören. Die lege ich mal eben kurz beiseite. Das brauche ich gleich noch. Und das hatte ich auch schon bei der Vorstellung gesagt. Ich habe mir hier ein Blatt mal rausgenommen. Nur dieses Blatt auf einer Karte reicht schon und man hat eine schöne Karte. Hier habe ich ein etwas anderes Design genommen. Hier habe ich das Band zu so einer Fake-Schleife gebunden, weil Schleife binden ist ja nicht so meins. Zwei Stempelabsprüche drauf, fertig ist die Karte. Und dieses Papier, auch solches Papier, das eignet sich einfach dazu, so ganz schlichte Karten zu machen. Finde ich sensationell, super schnell gemacht und sehr, sehr schön. Ich möchte aber heute mit euch diese Karte machen. Ich habe sie Fenster Z-Fold-Karte genannt. Einerseits haben wir hier ein Fenster und hier sieht man nochmal, gerade wenn man dunklen Karton unterlegt, sind die Blätter wirklich, das sieht total schick aus mit diesen feinen goldenen Blättern. Fensterkarte, weil hier ist ein Fenster drin. Wenn man sie öffnet, kann man hier dran ziehen und hat dann hier einen Spruch drin. Ich habe das jetzt bewusst etwas höher gemacht, damit ich hier unten auch noch einen kleinen Text schreiben kann. Die beiden decken sich ab.
Wenn ihr euch fragt, was sind denn das für tolle Kreise? Ein Must-Have, wie ich finde, die Stanzform naturverliebte Kreise in 1, 2, 3, 4, 5, 10 unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Rändern. War für mich ein Must-Have aus dem Jahreskatalog. So, dann legen wir doch mal los. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Alle Maße findet ihr selbstverständlich wie immer auf meiner Homepage. Ich blende euch hier oben die Infokarte ein. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zu dem Projekt mit allen Maßen. Ihr braucht eine Basiskarte. Ich habe Terrakotta genommen. Ich finde, Terrakotta ist eine so unfassbar schöne Herbstfarbe. Lustigerweise, viele Leute mögen diese Farbe nicht. So im Jahr finde ich es auch schwierig, aber zum Herbst ist aus meiner Sicht gesehen das die beste Farbe, die man nehmen kann. Dann braucht ihr ein Stück Grundweiß. Da sind zwei Falzen drauf. Die erste Falz laut den Maßen mit 3/7/8 falzt ihr einfach, dann dreht ihr das Blatt um und falzt nochmal bei 2 Inch oder die entsprechenden Zentimeter, die ihr auch in der Anleitung findet. Und dann habt ihr dieses Kärtchen. Einmal wird so gefaltet und das Stück wird nach innen gefaltet. Und dann habt ihr nämlich diesen Effekt und das ist die Z-Fold, die C-Falt, die Z-Faltkarte, weil das aussieht wie ein Z. So, das ist auch schon fertig. Dann habe ich mir 2 von diesen Blättern ausgestanzt. Die Stanzform, die hatte ich vorhin nämlich runtergenommen. Das sind diese beiden Blätter hier. Einmal Terrakotta, einmal Olivgrün, einmal wilder Weizen. Ich habe ein kleines Stück Band genommen, da mache ich wieder so eine Fake-Schleife draus. Und ich habe ein Stückchen DSP genommen. Das kommt nämlich, einen Moment zeige ich euch, vorne einfach in den Hintergrund. Ich habe jetzt ein etwas anderes genommen. Hier habe ich das mit dem Baum genommen, fand ich super schick. Und hier nehme ich das mit dem, tja, das könnte ein, also ich glaube, das ist ein Weg. Das soll ein Weg sein. Könnte auch so ein bisschen sehr abstrakt ein Flusslauf sein. Aber ich glaube, das soll ein Weg sein. Und hierzu habe ich mir den zweitgrößten Kreis hier aus dieser Reihe genommen. Mit diesen strichigen Mustern. Das sieht man hier nochmal ganz gut. Das ist sehr, sehr hübsch. Aber erstmal schneide ich mir das noch zu. Das ist das Einzige, was ich mir noch nicht zugeschnitten habe. Und da muss ich mich entscheiden, was möchte ich haben. Mehr von dieser Seite oder mehr von dieser Seite. Ich finde diesen Baum hier so schön. Das heißt, ich nehme mehr von dieser Seite, kürze mir das auf meine 3/7/8. Und auch da muss ich jetzt gucken, wo kürze ich es mir. Ich kürze mir das hier unten. So. So, dann habe ich das nämlich auch. Und das kommt hier vorne auf. Hier ist irgendwas schief gelaufen. Oh, ich habe falsch angelegt. Einen Moment. Ich habe bei 3/4 angelegt und nicht bei 5,5. Da ist der Hund begraben. So, nochmal. Das kommt jetzt hier rauf. Und wichtig ist jetzt, dass ihr normalerweise, ich bringe Tombow immer einmal außenrum und tüdel hier nochmal so rüber. Hier tüdel ich jetzt oben im oberen Bereich nicht rüber, denn das Designpapier, was hier im oberen Bereich durch die Ausstanzung gleich rausfällt, das möchte ich noch benutzen. Und zwar die Rückseite davon. So, das heißt, ich nehme mir meinen Tombow. Hier ist der obere Bereich. Da kommt nur an den Rand ein bisschen Tombow. Und im unteren Bereich tüdel ich da jetzt noch mal so ein bisschen rüber. So. Dann bringe ich das im entsprechenden Abstand hier rauf. So. Und hier möchte ich das jetzt ausstanzen. Ich nehme mein Post-it-Band und lege mir das hier in dem entsprechenden Abstand hin.
einmal festkleben und durch meine Stanzmaschine. Schade, das große ist zwar super toll, aber die ist auch recht schwer und unhandlich. Ich arbeite ja viel lieber mit meiner kleinen, aber eine ganze Karte passt durch die kleine nicht durch. Also muss ich das hier jetzt mal raufhieven. So, das kommt hier rein. Und das kurbel ich jetzt einmal so weit durch, wie ich es brauche. Das war schon einmal zurück. Und fertig haben wir es. Dann kann die schon wieder weg. Ich habe alles andere ja schon vorbereitet. Mal eben gucken. Ja, das hat komplett durchgedrückt. So, und das Schöne ist, dieses Post-it-Band kann ich jetzt einfach so abnehmen. Das tut meinem Papier in keinster Weise weh. So, dann habe ich das schon mal fertig. Und hier muss ich jetzt ein kleines bisschen nacharbeiten. Nämlich diese kleinen Dinger hier rausdrücken. Ich habe jetzt gerade meine Bürste nicht hier, aber ich glaube, mit der Bürste funktionieren diese ganz kleinen filigranen Dinge nicht. Das ist nicht ganz so schlimm, wenn man nur Farbkarton stanzt. Dann braucht man da tatsächlich nur einmal scharf drauf gucken oder einmal dran klöppeln und dann ist das schon weg. Aber weil ich jetzt hier Farbkarton und Designpapier habe, muss ich das eben einmal durchdrücken. Aber das geht ratzfatz, ne? Also ihr seht, ich bin jetzt gleich hier schon einmal rum und das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich möchte aber natürlich die ganzen Ausstanzungen haben. Da bleibt immer mal was hängen, wo man nochmal eben reinpieken muss. Deswegen ist der Aufhebhelfer ja auch so wichtig, wie ich finde, für alle möglichen Dinge. So, eben einmal umdrehen. Hier hängt noch was. Da hängt noch was. Und das war's. So. Okay, und da hängt auch noch was. Was ist denn hier los? So. Und da ich halt nicht vorsichtig genug war. Da ist tatsächlich noch ein bisschen... Nein! So. Ganz kleine Ecke. Ich bin ein bisschen zu hoch gekommen. Aber das macht nichts. Dafür habe ich ja meinen Klebemittelentferner. Das radiere ich mal eben kurz weg. Und dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Ich glaube, ich war ein bisschen zu früh dran mit dem Wegradieren. Gucken. Wichtig mit dem Klebemittelradierer ist einfach, dass der Flüssigkleber schon trocken ist. Sonst funktioniert das nicht so richtig gut. Und der hier ist noch nicht richtig trocken. Aber es funktioniert auch. So. Eben gucken, das war hier unten die Kante. Das machen wir auch noch mal eben ein bisschen weg. Und fertig ist. So, das brauche ich für innen, das brauche ich für außen. Dann, das hier kann ich schon mal stempeln. Dazu nehme ich, sende dir herbstliche Grüße und mein schwarzes Memento-Stempelkissen. Und stempel mir das hier, ich muss das mal ein bisschen an mich ranziehen, schön mittig rein. So. Jetzt könnte ich natürlich... Nee, das mache ich nicht. Nein, gefällt mir nicht. Bei der Karte vorne fand ich das gut, aber hier jetzt mit ranstempeln, das finde ich nicht. So, das haben wir. Und jetzt das hier baue ich mir jetzt auf. Und zwar nehme ich dafür ein großes und ein kleines goldenes Blatt. Hier liegt das noch. Ah. Und geknickt hier. So.
So, die brauche ich auch gleich. Die hole ich da schon mal raus. Oh, hier ist sogar eine vierte Farbe noch mit drin, ein Orangeton. War verdeckt. Also nicht nur drei Farben, sondern vier Farben. So, das baue ich mir jetzt auf. Ich nehme das große Blatt. Wichtig hierbei ist, weil es ja eine Fensterkarte ist, alles, was ihr jetzt aufbaut, darf nicht über den Rand des Kreises drüber ragen, sonst passt das nachher nicht mehr. Ich glaube, ich drehe das mal um. Und hier arbeite ich mit meinen Mini-Klebepunkten. Da mache ich mal zwei Stück ran in den unteren Bereich. Denn das muss ich natürlich... Mal gucken, dass ich da nicht rüberkomme. Diese Mini-Klebepunkte würde ich gleich sehen, aber die decke ich mit meinen Blättern ab. Hier kommen auch zwei ran. Und da auch. So. So. Dann kommt, das mache ich jetzt wieder mit Tombow. Und ich nehme mein liebstes Werkzeug. Das ist mir zu fummelig. Ist ein bisschen klein, das Blatt. Da halte ich das doch lieber mit meiner Pinzette fest. Ich merke gerade so im Hintergrund, das wird ganz schön dunkel draußen. Wir haben es Mittag. Das dürfte eigentlich nicht dunkel sein, aber hier sind Gewitter angesagt. So, das klebe ich hier jetzt einfach drüber. Ich hoffe mal nicht, dass mich gleich hier noch ein arges Gewitter erreicht. Den, da setze ich ein Dimensional drauf. Den hole ich etwas nach oben. Und gebe dem Ganzen ein bisschen Dimension. Ja, das finde ich gut. Und der hier wird wieder mit ein wenig Tombow angebracht. Das geht ja zum Glück auch ganz schnell. Da kommt überall so ein ganz kleines bisschen rauf. Das reicht total. Und den legen wir hier drüber. Festhalten, damit das anziehen kann. Auch hier oben. So. Und hier diese Stängel, das sieht halt nicht so richtig toll aus. Da bringe ich gleich meinen Spruch drüber. Ich muss noch eine Fake-Schleife machen. Fake-Schleife heißt, ich binde einfach nur einen Knoten. So. Eigentlich mache ich nur einen Knoten, aber da sehe ich zu, dass der sich schön hier zusammenrollt, damit das so aussieht, als wenn man es umgebunden hat. Und das ist dann der Mittelpunkt der Schleife. Dann kommt das hier noch zurechtgeschnitten. Einmal so. Hier muss ich noch ein bisschen dran ziehen. Und einmal so. So. Hier haben wir meine kleine Fake-Schleife. Die lege ich hier auch schon mal hin. Die brauche ich gleich. So, jetzt brauche ich noch meinen Spruch und ein Stückchen Grundweiß. Das habe ich mir hier nicht hingelegt. Da habe ich noch so ein kleines Stückchen da. So. Das stempel ich nicht in Schwarz, das stempel ich in Terrakotta. So. Mal gucken, passt das hier so hin? Ja. Ich ganz persönlich schneide mir solche kleinen Dinge in jedem Fall
mit dem Papierschneider zu, weil dann weiß ich, das wird auf jeden Fall gerade. Ich weiß, gerade so kleine Schnitte kann man mal eben mit der Schere machen. Ich kriege das garantiert schief hin. 100 Pro. Ah, da könnte ein kleines bisschen noch von ab. Oh, das ist verrutscht. Verdammt. Okay, machen wir nochmal. Da bin ich vom rechten Weg abgekommen. War ich etwas zu schnell. Und der bleibt schief. Okay, das müssen wir nochmal machen. Einmal schief geschnitten, das kriegt man kaum wieder gerade. Aber ist ja schnell gemacht. Okay, Stempelkissen nochmal. Stempel nochmal. Und nochmal stempeln. So. Jetzt mache ich das anders. Jetzt schneide ich das unten als erstes ab. Dann habe ich nämlich hier noch genügend Anlagefläche. Hätte ich ja vorher drauf achten können, ne? Naja. So. Und einmal das Stückchen hier. Und dann haben wir es. So, mein Stempelspruch. Und den bringe ich hier drüber. Damit decke ich dann nämlich auch das noch ab. Das mache ich mit Dimensionals, damit mir das etwas entgegenkommt und ein wenig Dimension bekommt. So, damit ich das gut im Auge habe, mache ich das auch mit meiner Pinzette. Es sollte, auch der Spruch sollte nach Möglichkeit, was heißt nach Möglichkeit, der darf nicht über den Kreis rüberragen. Und das Ganze verziere ich jetzt noch mit ein paar Glassteinen. Die waren letztes Mal schon so zickig. So. Dann haben wir das fertig. Jetzt bringen wir ganz einfach dieses gefalzte Grundweiß. Ich ziehe das nochmal eben einmal nach, damit das schön platt ist. Das kommt jetzt hier innen rein. Ich mache das für Rechtshänder. Man kann das natürlich auch umdrehen und für Linkshänder machen. Aber ich glaube, da hat auch ein Linkshänder oder ein Rechtshänder kein Problem mit. So. Das muss ein Stückchen. So. So. Jetzt klappen wir das zu. Und man sieht hier jetzt diese Seite bis zu der Kante. Das ist das Stückchen, was ich nachher aufziehe. Und da muss das rauf. Das heißt, ich lege das hier rein. Und so muss das aufgeklebt werden, aber nur bis zur Hälfte. Also, ich muss jetzt gucken, dass das schön gerade ist. So. Und nur an die eine Hälfte, da bringe ich jetzt Tombo auf und bleibe so ein kleines bisschen unter der Hälfte. Das reicht völlig, wenn das so ist. Schön flach legen, sehen, dass der Spruch gerade ist. Hier schön reinlegen, weil da haben wir es ja auch ausgestanzt. Gucken, ja, wunderbar, geht auf. So, dann kann ich das hier andrücken. Ein bisschen. So. Und das Stückchen hier soll jetzt ja genau hier drunter liegen, damit ich das damit verdecke. Und dazu mache ich das im Prinzip genauso wie vorher auch. Ich klappe das runter. Hier kann ich jetzt komplett Tombow drauf machen.
und muss jetzt nur darauf achten, dass der Spruch schön gerade ist. Schön platt legen. Das hier reinlegen. Und dann liegen die genau übereinander. Einmal ein bisschen festdrücken. So. Und der liegt ja jetzt genau drüber, weil das habe ich ja auch da drauf ausgerichtet. Und was habe ich vergessen? Die kleine Fake-Schleife. Wenn ich die schon gebaut habe, dann baue ich die da auch an. Da kommt einfach ein Gluder dran. Muss nur mal gucken, welche Seite schöner aussieht. Das ist die hier. Einfach ein Gluder drauf drücken. Und na, komm her. So. Und das bringe ich hier unten auf die Karte an. Und nicht auf den Kreis, sodass ich das hier so hochnehmen kann. Aufziehen und fertig. Ich finde das Kartenformat schön und vor allen Dingen finde ich dieses Herbstset wunderschön. Man kann, wie ich anfangs schon gezeigt habe, natürlich auch relativ einfache Karten machen. Ich finde dieses Set toll. Ich werde da mit Sicherheit noch mitarbeiten und ein paar Herbstkarten zaubern und die auch verschicken. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wie gesagt, alle Maße findet ihr auf meiner Homepage in Inch und natürlich auch in Zentimeter. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude dran. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf mich zu, gar kein Problem. Einfach vielleicht in den Kommentaren unter dem Video hinterlassen. Ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video dann. Bis dahin. Ciao, ciao.